Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen super leckeren und weihnachtlich angehauchten veganen Kugelhupf. Und der ist total lecker. Es hat noch ein bisschen Schokolade drin, es schmeckt sehr nach Mandeln, ich gebe Marzipan hinein und so weiter. Aber das alles seht ihr gleich. Und wie dieser super einfache Kugelhupf funktioniert, das seht ihr jetzt. Und das sind jetzt die Zutaten, die wir benötigen, um diesen Kugelhupf zu backen. Richtig lecker, es wird richtig mandelig, wie ihr sehen könnt. Marzipan habe ich hier, Mandelmilch, gemahlene Mandel, Tonkabohne, das schmeckt auch nach Mandel. Also es wird richtig lecker, Schokolade. Die genauen Mengenangaben, die findet ihr wie immer dann auf meinem Blog www.fraujannik.com. Und ich zeige euch jetzt hier einfach, wie das Ganze funktioniert. Und als allererstes kommen diese Zutaten in eure Schüssel und diese werden dann erstmal fein püriert. Hier habe ich eben Marzipan einmal grob in Stücke geschnitten und das gebe ich jetzt mal in die Schüssel. Als nächstes kommt dann die pflanzliche Milch hinzu. Ich habe jetzt hier Mandelmilch, da könnt ihr natürlich wählen, was ihr möchtet oder zu Hause habt. Sojamilch, Hafermilch, alles funktioniert ebenso gut. Jetzt kommt noch eine kleine Menge Öl hinzu. Ich habe jetzt hier Rapsöl gewählt. Ihr könntet zum Beispiel auch Kokosöl schmelzen und auch hinzugeben. Nur wichtig ist, dass die anderen Zutaten dann zimmerwarm sind, damit das Kokosöl wieder nicht fest wird. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Süße dazu. Ich habe jetzt hier Kokosblütenzucker. Da könnt ihr natürlich auch gern was anderes verwenden, zum Beispiel Xylit oder irgendwas, was ihr zu Hause habt. Nur als Tipp würde ich euch sagen, nehmt ein bisschen weniger Zucker zuerst. Ihr könnt dann immer noch nachgeben und abschmecken, wie euch der Teig schmeckt. Denn das Marzipan hat ja schon Zucker enthalten und die Schokolade bringt ja auch noch Süße mit. So, und jetzt wird das Ganze erstmal fein püriert, bis eine einheitliche Masse entsteht. Jetzt geht es weiter mit den trockenen Zutaten. Und zwar gebe ich ein bisschen Backpulver zum Mehl. Das vermische ich immer erst einmal mit dem Mehl, damit das Ganze sich auch wirklich gut vermischt und keine einzelnen Backpulverklümpchen in diesem Kuchen zu finden sind. Das Ganze kommt dann zu den flüssigen Zutaten. Dann habe ich hier noch gemahlene Mandeln, die gebe ich auch noch hinzu. Dann die Gewürze, also einmal Tonkabohne für eben einen mandeligen Geschmack. Dann gebe ich noch ein bisschen Lebkuchengewürz hinzu. Das schmeckt dann sehr gut und passt sehr gut zu dem weihnachtlichen Kugelhupf. Das Ganze wird dann kurz verrührt, immer ganz wichtig bei veganen Teigen, kurz verrühren. Dann gebe ich noch die gehackte Schokolade darunter. Ich habe jetzt hier eine ganz, ganz dunkle Schokolade gewählt. Denn je dunkler die Schokolade, desto schokoladiger schmeckt sie. Also der Kakaoanteil ist einfach höher und der Zuckeranteil ist gering. Das Ganze vermische ich dann auch noch. Und jetzt gebe ich noch einen Schuss Sprudelwasser hinzu, damit das Ganze auch schön fluffig und locker wird. Und so ist der Teig jetzt schon fertig. Jetzt muss das Ganze schnell in eure Backform. Ich habe jetzt hier eine kleine Kugelhupfform. Das finde ich ganz süß und praktisch. So kann man öfter mal backen oder auch für wenig Personen. Und das Ganze werde ich jetzt noch einfetten. Ich habe jetzt hier so ein Spray. Und so kommt das Ganze jetzt in den vorgeheizten Backofen und zwar bei 180 Grad Umluft für ungefähr eine halbe Stunde. Und da macht ihr am besten dann die Stäbchenprobe, wenn kein Teig mehr dran hängt. Dann ist der durchgebacken und dann könnt ihr den schön in Ruhe auskühlen lassen. Und so sieht jetzt der vegane Kugelhupf aus. Total einfach gemacht, wie ihr gesehen habt. Super saftig, total lecker. Jetzt perfekt für die Weihnachtszeit, also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Hier oben habe ich noch ein bisschen Kokosmehl drüber gegeben zur Verzierde. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr möchtet, ob Schokolade und so weiter. Wenn ihr nicht so eine Kugelhupfform habt, kein Problem, dann macht das einfach in einer anderen Form. Muffins würden auch gut gehen. Nur immer wichtig, ganz gut einfetten und bemehlen, dass der Kuchen sich auch wirklich leicht lösen lässt. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog oder hier auf YouTube, wie es euch geschmeckt hat. Das freut mich dann jedes Mal von euch zu lesen. Oder schickt mir gerne auch Fotos auf Instagram, da am besten den Hashtag Frau Jannik benutzen. Und da freue ich mich jedes Mal riesig, wenn ich Fotos von euch bekomme. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt hier vegan Kugelhupf essen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss! Eure Frau Jannik.